Hier sind die Pim und der Tom. Guten Tag. Guten Tag, genau. Und wir starten einen neuen Flight Report. Wir sind am Flughafen Entzheim in Straßburg in Frankreich. Und wir haben heute einen Flug mit Lufthansa nach München. Also heute ein kleiner Flight Report von Straßburg nach München. Und wir beide waren noch nie am Flughafen in Straßburg. Und vielleicht der eine oder andere von euch auch nicht. Ich zeige euch den mal kurz. Noch einen ganz kurzen Airport Walk vom Abflug. Ne? Und vielleicht ist das interessant für den einen oder anderen.
So, das war jetzt ein ganz, ganz schneller Start. Wir sind ganz schön in die Sitze gepresst worden und da war ganz schön Schub auf dem Flugzeug. Wir fliegen das CRJ-900, 2-2-Bestuhlung. Die Flugzeit heute nach München beträgt im Endeffekt nur 40 oder 45 Minuten. Also das wird ein wirklich kurzer Flug. Aber der Start, der war gerade echt klasse, weil der Pilot hat natürlich vollen Schub gegeben. Das Flugzeug ist nicht ganz voll besetzt. Und das war richtig so wie im Sportwagen. Klasse, also es war wirklich klasse. Das hat Spaß gemacht. Dann zeige ich euch jetzt noch ein bisschen was von draußen. Sieht echt schön aus draußen. Ein bisschen was zu unserem Start in Straßburg. Straßburg ist ja ein relativ kleiner Flughafen und da fand heute eine ganz genaue Kontrolle statt. Also der Passport wurde kontrolliert von der Grenzpolizei und das Ticket natürlich. Und es gab auch eine Kontrolle vom Impfzertifikat. Das wurde dann gescannt von den Beamten. Also wer kein Impfzertifikat vorweisen konnte, schon beim Check-in, der konnte natürlich erstmal gar nicht ins Flugzeug rein. Also es war eine relativ strenge Kontrolle für einen Flug innerhalb der EU, hat mich dann auch ein bisschen überrascht. Aber in Anbetracht der aktuellen Lage muss man ja mit allem rechnen im Moment. Wir haben gerade mal wieder ein bisschen Spaß, aber wir freuen uns doch tatsächlich. Die Lufthansa hat jedem Fluggast hier in der Economy Class auch noch ein Wasser spendiert. Ist natürlich eigentlich irgendwas, was gar keines Kommentar bedarf, aber ich finde es eigentlich wichtig, dass die sowas machen, weil ein bisschen das Wasser während dem Flug trinken ist wirklich wichtig und ich finde es gut, dass man das nicht noch extra kaufen muss. Wir sind ja heute in der Economy Class unterwegs, weil hier ist ja eine tolle 2-2-Bestuhlung und das liebe ich ja, wenn ein Flugzeug eine 2-2-Bestuhlung hat. Wolkenformationen könnt ihr ganz toll erkennen, dass wir unsere Reiseflughöhe schon wieder verlassen haben. War also ein ganz kurzer Flug hier von Straßburg nach München. Und es ist immer wieder schön, wenn man aus einer etwas trüberen, bewölkten Landschaft, wie es in Straßburg ja der Fall war, dann durch die Wolken fliegt und die Sonne noch mal wieder ein bisschen was genießen kann. Hier oben, das wisst ihr, ist das Wetter ja immer schön. Und dann freuen wir uns jetzt schon ein bisschen was auf München, ne?
parking position and the fasten seatbelt signs have been switched off. Please be careful when opening the overhead lockers to avoid shifted objects falling out. And please remember to take your personal and valuable items with you. So, wir sind in München gelandet. Damit ist unser kleiner Flight Report von Straßburg nach München dann auch schon wieder zu Ende. Und wir gehen jetzt hier unserer Wege. Das war übrigens ein sehr angenehmer Flug mit einer ganz tollen Crew. Gab eine Flasche Wasser, habe ich euch gezeigt. Und es gab sogar noch eine kleine Tafel Schokolade für jeden. Ist ja mal was, ne? Und Kleinigkeiten heben manchmal auch ein bisschen die Stimmung, ne? Kleine Geschenke, und das tut der Lufthansa bestimmt nicht weh. Aber es war ein toller Flug, die Crew war sehr freundlich, das hat nochmal wieder richtig Spaß gemacht, vor allem in der CRJ900, ne? Das war echt toll. Meine Güte, sind wir da in den Sitz gepresst worden, werde ich so schnell nicht vergessen. Ne? Ciao, bis zum nächsten Flight Report, bye bye.